willkommen zu Frontalfilmwerke. Ich bin der Oliver, habe die Leitung und dachte mir mal, da ich eine Menge neuer Jungs immer in der Filmgruppe habe, die noch nicht so die Ahnung haben, mache ich mal ein Video zur simpelsten deutschen Darstellung, die authentisch ist. Zumindest auch authentische Darstellung. Während dieser zwangsbedingten Corona-Pause bis ungefähr Juni, tut mir leid, wir können bis dahin auf jeden Fall nichts drehen und deshalb waren unsere letzten beiden Filme erstmal der FF Short und die Ablenkung, erstmal unsere ersten beiden Projekte. Erstmal das einzige, bis Corona vorbei ist. Es tut mir leider leid, aber ändern kann ich auch nicht viel. Und das Risiko ist bei so einem Trailer zu groß. Also, los geht's. Also, wo fängt man an bei der simpelsten deutschen authentischen Darstellung? Ganz einfach. Bei den Füßen. Stiefel. Das ist das Simpelste, was du tragen kannst an Füßen und es ist immer authentisch. Und daran denken, genagelte Sohle ist besser als Gummisohle bei Stiefeln bei Wehrmacht. So. Was kommt dann wohl nach den Füßen? Richtig, die Beine. Die Taille, alles. Hose. Du brauchst eine Hose. Filz kommt immer gut. Das ist jetzt eine M40, man kann auch eine M43 tragen mit Gürtel, wie jetzt mit Hosenträger. So, und ohne, siehst doch peinlich aus, oder? Dann das Herzstück. Die verdammt sexy Bluse. Hier im Falle eine M42 mit den dementsprechenden Effekten. Für simpel, Kragenspiegel, Brustadler, Schulterklappen. Du kannst dir noch einen Mannschaftsrang ranballern, du kannst auch noch einen Unteroffizier machen, aber das ist nicht mehr simpel. Also, hier rum geht's noch nicht. So. Du hast natürlich auch noch die Artikel von anderen Blusen. Hier ist eine frühe M40. Oder die ganz späte Kiste, M44. Ich meine, damit sieht man schon wieder ganz anders aus. Es ist halt zeitlich bedingt, was du trägst. Wenn du nur überall nutzbar machen willst, nimmst du die M40. So. Oder du machst hier die ganz billige Version, also auch nicht billig im Sinne von in sich billig, sondern Preis-Leistungs-Verhältnis billig. Tarnjacke. Sieht gut aus. Kann man auch als Ersatz für eine Bluse für den Anfang nehmen. Und, naja, ist günstig. Du musst meistens keine Effekte daran machen. Aber wie ich schon erwähnt habe, jetzt kommt, da wir die Uniform haben, der Stahlhelm. Und die Mütze. Hier im Falle das Schiffchen. Er hat auch eins. Wehe, du klaust mir noch eins. Unabhängig davon, was du dir zuerst holst, beides brauchst du für eine authentische Darstellung. Und unabhängig jetzt, ob du ein früher wie Schiffchen oder mehr so spät wie der M42, beides wird benötigt, damit es passend aussieht, denn kein Soldat lief ohne rum. Was kommt dann? Totaler Ausrüstungsteil. Koppel mit Koppelschloss. Und da bitte nicht geizen. Ich weiß, viele nutzen dann das Reichswehrkoppelschloss. Geht auch für frühe Darstellung, für späte. Also ganz späte auch wieder, so 45 nur. Ansonsten eher sowas holen. Da muss man nicht zwingend dran sparen. So, dann kommt das nächste. Ja, was ist es wohl? Patronentaschen bzw. Magazintaschen. Je nachdem, was man an Knifte trägt oder an Knarre oder Wumme. Das Ding wird jetzt tun. Ja. YouTube wird's mögen. So. Und hier kommt das letzte Stück. Der Brotbeutel hier ist schon gefüllt, aber in den meisten Fällen eben nicht. So, wenn ihr das hinten dran habt, mit Kombination Koppel, Patronentaschen, seht ihr viel authentischer aus. Das ist so das Simpelste. Du läufst dann damit rum und bist dann mit allem ausgerüstet, was auf jeden Fall jeder hatte. Und es ist eine wunderbare Basis, um im Zweifel das dann noch auszubauen. Ich meine, ihr könnt auch den Rest der Zeit damit rumrennen. Es ist dann immer noch ein bisschen mager. Du kannst danach weiterkommen mit Sachen wie einer Zeltbar. Das ist ein Originale von 43. Mit Afrika-Riemen diesmal. Werde ich jetzt nicht ausklappen, das ist viel zu gut. So. Y-Riemen. Macht dir das Tragen der Koppel vielleicht ein bisschen einfacher. Koppelhaken wie vorhin an der Bluse. Oder du holst dir eine Feldflasche. Oder ein Fressgeschirr. Oder Helmbezug. Es gibt eine Menge Möglichkeiten bei Wehrmacht, aber wenn ihr das befolgt, was ich jetzt eben genannt habe, die Uniform, die Ausrüstung, die Kopfbedeckung, die Stiefel, beziehungsweise der Helm und die Stiefel kann man auch als Ausrüstung definieren, aber egal. So. Wenn ihr das befolgt, habt ihr im Prinzip alles für den Start, alles für eine authentische Ausrüstung für den Anfang. So. Ihr habt euch jetzt nun rausgepickt, was ihr holen wollt, beziehungsweise habt ihr euch jetzt diese Liste angetan. Ja? Und sagt nun, ja, ich möchte mir was besorgen. Da gibt es aber eine Menge an Shops in Auswahl. Klar, ihr könnt jetzt Deutschland zentriert gucken, da gibt es noch 3, 4, 5. Davon sind ein paar ganz besser für den Anfang, ein paar schlechter, ein paar sind recht überteuert, ein paar sind halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis ziemlich gut. So, mein Tipp immer ist, kauft Effekte meistens nicht in Deutschland. Die sind in Deutschland entweder überteuert, doof oder scheiße produziert. So. Was
Blusen angeht, habt ihr eine große Auswahl von Zipp, Lomax, Panzer, Bär, Saxonia, allein in Deutschland jetzt. Aber im Ausland gibt es noch viel mehr und es gibt da meistens dieselben Hersteller oder sogar bessere Hersteller, viel bessere zum Teil, wenn man jetzt zu Gavin anguckt, Nestorf oder SOF, wenn man sich was holen will. Oder man nimmt gleich die super teuren Krams wie SM Wholesale mit ihren verdammt teuren Tarnsachen. Ich habe jetzt leider nichts dazu zur Anschauung, weil die arschteuer sind. So. Ich hoffe, ihr fandet diesen Guide in irgendeiner Form nützlich. Vor allen Dingen für Neueres bestimmt hilfreich, weil ich genug erlebt habe, die jetzt anfingen und nicht mal wussten, wo sie anzufangen haben, um überhaupt authentisch in irgendeiner Form zu sein. Deshalb, ich hoffe, es war nützlich für euch. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ansonsten, übersteht die Corona-Zeit gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Frontalfilmwerke, out.